Die fahren einfach rein, die beachten gar keine Vorfahrt. Ja, was ich ganz schlimm finde, sind die zweispurigen Kreisverkehre. Wenn die ja. in der inneren Spur sind und dann aber auf die rechte raus wollen, dann fahren sie dich einfach über den Haufen. Richtig. Vor allen Dingen, dann hast du ja wieder einen Schaden, wo man eigentlich gar nichts dafür kann, weil die einfach nur zu blöd sind zum Fahren. Ja, und musst wieder einen Haufen Kohle blechen. Ich sehe jetzt auch gerade, du bist hier am Überholen von so einem Ami-Truck. Ja. Die habe ich hier zuhauf auf der Map. Scheint eine Mod zu sein. Scheint eine Mod zu sein, ja. Ich habe, glaube ich, letztens gesehen, dass es eine KI-Mod gibt, die den Verkehr von ATS mit hinzufügen, also diese amerikanischen LKWs und sowas. Aha, okay. Ja, also bei mir hier auf der Map fahren auch haufenweise amerikanische Trucks rum. Aber es kann auch sein, dass die einfach mit in den Verkehr übernommen worden sind von deinen amerikanischen Mods, die du drin hast. Das kann sein. Das kann auch sein. Ich glaube jetzt nicht, dass du dir einen Traffic-Mod zugelegt hast, weil die auch meistens relativ groß sind. Ich glaube nicht. Ich mein, kann gut sein, aber ich glaube es jetzt eher weniger, weil sonst wäre mir das, glaube ich, schon früher aufgefallen. So, jetzt hatte ich gerade eben ein schwarzes Bild. Schwarzes Bild? Passiert häufig. Aber bei mir steht das Bild auch gerade. Jetzt nicht mehr. So, Hottehü, mein Freund, mein schöner weißer Scania. Komm, mein Schimmel. Wir wollen hier dran vorbeiziehen. Fast konstant 90 die ganze Zeit auf der Autobahn. Ja, genau. Also ich fahre eh nicht schneller mit meinen LKWs, schneller als 90. Mhm. Das wisst ihr ja. Ich hatte das auch, glaube ich, mal so eingestellt, dass der auch nicht schneller fährt, weil ich finde, 90 ist eine gute Geschwindigkeit hier auf der Autobahn. Wir wollen reisen und nicht rasen. Ich finde, manche Kurven auf der Autobahn sind sogar zu scharf, selbst für die 90. Richtig, richtig. Ja, und... Ja, finde ich auch. Und manche Ausfahrten, die sind so bescheiden, wie zum Beispiel heute, da fahre ich, will abfahren und dann auf einmal macht die Abfahrt einen Bogen, also da war sogar 40 zu schnell. Alter, ja gut. Ich meine in echt, wenn du auch echte Ausfahrten nimmst oder sowas mit solchen langgezogenen Kurven oder so, fährst du meistens wahrscheinlich auch nicht schneller wie 60 oder 70. Je nachdem. Ja, genau, genau. Also ich kenne bei uns in der Nähe von Heilbronn eine, die führt von der A6 runter auf die B27, glaube ich, ist das. Die führt da runter und da sind, ich glaube, selbst 40 für einen PKW noch zu schnell. Mhm. Das ist aber auch ein Einfahrverbot für LKWs, also die dürfen da gar nicht reinfahren, die LKWs. Ja, ja. So, wir sind auf dem Weg von Hamburg nach... Ja, irgendwo hin. Ich habe schon wieder vergessen. War das nicht nach Trelleburg? Trelleburg? War das Trelleburg? War das Trelleburg? Ich weiß es nicht. Du nach Osnabrück. Wir sind gleich in Osnabrück. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, von Hamburg nach Trelleburg sind ein paar Kilometer mehr. Aber ich sehe jetzt stimmt. Gerade nur noch an die 20 Kilometer. 13 Kilometer jetzt nur noch, ja. Ja, bei mir steht jetzt 17 noch. Ja, die Verzögerung von Switch halt eben, ne? Ja. Ah, das ist ja normal. Ja, ja. Findet man ja nicht anders. Das, was ja fast zeitgleich läuft, das ist ja Steam, ne? Haben wir festgestellt. Steam läuft gar nicht mal so schlecht. Also, wo du bei mir dabei warst, bei ja. A161, das lief eigentlich ganz gut. Ich glaube, da hattest du eine Verzögerung von 2 bis 3 Sekunden vielleicht. Ja, das war echt cool. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich ja. habe eigentlich gedacht, beziehungsweise ich habe Erfahrung gemacht, dass Steam eigentlich relativ schlecht läuft, aber bei uns lief das wohl sehr gut, dadurch, dass wir beide auch eine 50.000er Leitung haben. Das kann sein, ja. Das war nicht schlecht, ja. Ich habe auch die Qualität relativ runtergedreht gehabt und habe mehr auf Leistung eingestellt und nicht auf die Qualität, weil ich denke mal so, als Zuschauer brauchst du auch nicht unbedingt irgendwie Ultra HD oder was weiß ich was. Entschuldigung. 80p glaube ich aus. Ja. So, wir sind in Osnabrück und wo wir ja schon mal in Osnabrück sind, warte mal, ich halte hier mal an, weil ich weiß definitiv, dass hier in Osnabrück, ich hoffe, dass die Karte mal hier bald kommt, dass hier in Osnabrück ein Volvo-Händler ist. Ein Volvo-Händler? Ein Volvo-Händler und den
Den wollen wir zuerst mit besuchen hier. Den Volvo-Händler. Weil, dann können wir uns ein Volvo kaufen. Irgendwann mal. Ich bin gespannt, ob das wirklich ein Volvo-Händler ist. Das ist, Osnabrück ist definitiv Volvo-Händler, ja. Ja. Und da fahren wir zuallererst erstmal hin. Dass wir den schon mal freigeschaltet haben, dann werden wir irgendwo drehen. Dich versuchen. Jeder PKW-Fahrer gibt dir hier Lichthupe, weil du immer noch mit Fernlicht rumfährst. Ja, ich muss ja was sehen. Ja. Das ist ja wichtig. Ist ja wichtig. Das ist wichtig. So, da vorne ist der Volvo-Händler. Da können wir dann auch gleich wieder die Spur wechseln. Hast du zufällig Part 166 gesehen von mir? Ich habe alle Parts gesehen von dir. Da hast du sicherlich auch die Stelle gesehen, wo ich gestern dann abgeladen habe mit dem Volvo. Ja. Wo ich da in diesen Baumarkt reingefahren bin. Total geil, ja, oder? Ja, ja. Was ich auch geil fand, als du die Ausfahrt verpasst hattest. Quatsch, die falsche Ausfahrt oder Einfahrt, die nochmal, so war das. Irgendwas war da, ja. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, weil aufgenommen habe ich es ja schon etwas länger her. Ich habe ja ein bisschen auf Reserve aufgenommen gehabt. Nur halt gestern erst hochgeladen, ne? Oder vorgestern nicht sogar? Ach, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht mehr. Also gestern, den letzten Part, den habe ich gestern gesehen. Gestern, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob du den schon vorgestern hochgeladen hattest, aber auf jeden Fall habe ich ihn gestern gesehen. So, der Uwe 100, der wird jetzt für einen Gunfrog hier einparken. Wie soll ich das machen von hier? Also, ihr übernehmt mal Steuer, rutsch mal rüber hier, komm. Wenn ich so, darf, fertig. Das war, Abzug für Schäden, 10.000, willst du mich verarschen? Ach, dir ist doch der eine in die Seite gefahren. Und ja, ich aber habe gesehen, bevor der kam, ist dir noch einer nach hinten in das Ding, in das Heck reingefahren. Alter, ich zünd dein Auto an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eins hat es nicht verdient. So, die erste Tour haben wir jetzt schon hinter uns. Boah, du hast 10% Schaden und das ist, da wird dir schon fast die Hälfte abgezogen. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Ich habe keine Schuld. Ja, ihr seht, wie dämlich die KI da draußen ist. Ja, da auf der Map. Ihr seht's, du siehst es und ihr seht es und wir sehen es und alle sehen es. Und es ist schon wirklich Frust pur. Ich muss mich jetzt zusammenreißen und nicht, dass ich jetzt losfahre und diesen scheiß PKW-Fahrer noch suchen muss. Nee, ja, und den jetzt noch zu verjacken, Freunde, ja. Ich klicke erstmal auf andere Auftragsangebote und guck mal, was. So, genau, wir gucken mal Auftragsangebote. Wir wollen dein Guthaben, also unser Guthaben, beträgt 52.000. Also und mit 52.000 kannst du definitiv schon ein bisschen was anstellen. Genau, aber wir wollen ja sparen auf dem Scania. Und, ja, Wenn du eh, ich denke mal, du willst eh nicht die kleine Kabine vom Scania, wenn dann schon Topline oder sowas. Ja gut, ich sag mal, wenn ich jetzt mir 200.000 erstmal zusammenfahre, ja, genau, dann kann ich mir schon so einen kleinen Scania kaufen. Du musst auch darauf achten, wenn du jetzt zum Beispiel spezielle Teile haben willst, wie zum Beispiel das größere Führerhaus, dann musst du ja auch erst, ich glaube, Level 12 oder sowas sein. Oder Level 10, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist, glaube ich, eh recht ratsam, wenn du erstmal ein bisschen mehr fährst, sodass du auch auf deine Level 10, 12 kommst, dann hast du eh genug Geld. Und dann kannst genau du immer noch gucken. Genau. Denn wir. Da richtig geilen Volvo drin. Ja, ich sehe. Und, was wollte ich denn jetzt sagen? Und, ach so, wir wollen ja auch keinen Kredit aufnehmen, weil wir wollen das alles alleine finanzieren. Wollte ich auch. Aber du hast es nicht geschafft, im Gegensatz zu mir, weil ich habe das nämlich, in meinem Singlespiel. Ich habe einen ganz guten Grund, weshalb das bei mir nicht funktioniert hatte, obwohl ich es ja machen wollte. Komm, wir nehmen den. Ich hatte ja damals noch die TSM-Map drin. Ja. Nach einer Zeit wurden keine Aufträge mehr geladen. Richtig. Das heißt, ich konnte irgendwie keine LKWs mehr aussuchen, mit denen ich Touren fahren konnte. Und da war ich mehr oder weniger fast schon gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, damit ich meinen eigenen LKW kaufen kann.
Weil nur dann, wenn du einen eigenen LKW hast, kannst du ja auch irgendwie schnell reisen und damit vergeht dann Zeit und dann werden auch wieder neue Aufträge geladen. Oh, Oh, das guck mal, ist der hat anstrengend. keinen Xenon hier. Ja, dann werde ich mal einen So. separaten Mod haben. Wir gucken uns unseren Volvo an. Ist das jetzt der VNL oder was? Richtig. Normalerweise hat er, ich sehe gar keine Schnauze bei dem, der hat doch eine abfallende Schnauze. Naja, die siehst du hier im Dunkeln ganz schlecht. Oh, das ist einer der schönsten LKWs, finde ich, überhaupt. Und den Oh. haben wir natürlich auch als Mod. Und irgendwann werden wir uns den leisten können. Ich bin neidisch. Bei Nissan kann ich den nämlich nicht. Mit der Kabine, ne, Uwe? Das war doch der. Mit dieser langen Kabine. Genau. Ach, der hört sich so geil an. Hier, horch mal. Ich kann leider nichts hören, weil ich den Stream gemutet habe. Sonst höre ich dich und mich nämlich doppelt und dreifach. Doppelt und einfach. Dreifach. Vierfach. So. Wie geht der Spruch? Das war eindeutig zweideutig und manche deuten es zu dritt. Aber ich bin mir sicher, der hat einen richtig geilen Sound. Das hat er in der Tat, also er hört sich klasse an. Ich finde, nur im Leerlauf ist er ganz schön niedrigtourig, kann das sein? So, wir gucken uns den nochmal an. Schaut mal, wir gehen mal hier hinten. Hier können wir jetzt eine Runde Karten spielen und ein bisschen Tittenzeitung uns anschauen. Oh, guck mal. So, dann gehen wir auch wieder nach vorne. Und dann schauen wir uns den mal von außen an. Was Und für ein schaut Hänger. euch den Trailer an, Freunde. Schaut euch den Hänger an. Endlich, da ist er. Ich habe seit gestern ETS gespielt, für mich privat, und der Bud Spencer Hänger war nirgendwo zu finden und da ist er. Ich liebe Bud Spencer, Freunde, ich liebe Bud Spencer. So. Ich kenne alle seine Filme, alle. Und ich glaube, die meisten Filme habe ich sogar zu Hause, ja. Bud Spencer und Terence Hill. Ja, Aber wem erzähle ich das? Den kennt ihr ja selber. früher immer gerne mit meinem Vater zusammen geguckt. Ich liebe die Filme. Ah, jetzt sehe ich die Motorhaube. Na gut. War das echt nur, weil es zu dunkel war? Ja, genau. Mich hat das halt nur ganz kurz erinnert an 18 Wheels of Steel Convoy. Da hatten nämlich die Langschnauzen LKW, wenn du in der Innenperspektive warst, die waren trotzdem abfallend. Du hast die Motorhauben nicht aus dem Fenster gesehen. Das fand ich richtig hässlich. Also ich finde das ganz gut, dass ich jetzt hier die Motorhaube auch nicht sehe. Bei dem Petersilie-LKW, da war die ja, weiß ich nicht, 25.000 Meter nach vorne gestreckt. Der hat aber dementsprechend auch einen ziemlich großen Motor, ne? Ah, ich habe einen 750 PS drin, Motor drin gehabt. Der hat gezogen wie Hulle, also Wahnsinn. Schade, dass der jetzt weg ist, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal neu kaufen. Vielleicht werde ich das auch hier auch mal machen. Habe LKW-Informationskarten, die gab es damals in so Zeitschriften. So ganz große Karten, die du auch an der Wand hängen kannst und sowas. Und wenn du mir kurz 2 Minuten gibst, dann suche ich eine Petersilie raus und sag dir mal von dem die Motorbaureihe und wie viel PS die haben. Kannst du gerne machen. Apropos, hast du meinen Trailer gesehen? Meinen Bud Spencer Trailer? Den Trailer habe ich gesehen, ja. Ist doch herrlich, ne? Ja. So, ich mach's Fernlicht an. Gut, und ich bin gleich wieder da mit der Alles klar. Infokarte. Also, bis gleich. Jo, bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Tralala, Trillala, Trullala und fahren Trilla, Tralala. Hab schon wieder vergessen. Aber das mockt ja gar nichts. Hauptsache, wir sind auf der Landstraße, fühlen uns frisch, fromm, fröhlich und frei. Wie so ein Motorradfahrer. Apropos Motorrad, Motorradzeit ist ja nun schon seit längerem schon wieder angebrochen. Bin auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen. Leider darf ich mir kein Motorrad mehr kaufen, meine Frau hat was dagegen. Aber ich bin früher viel Motorrad gefahren, eigentlich praktisch, ja, fast nur Motorrad gefahren. Und ich liebe es einfach. Diese Freiheit, einfach nur herrlich.